Galletas. Ihr Majuk Kajayas? Was hat er gesagt? Er sagt, er ist ein Jaguar. Er wüsste von seinen Ahnen, dass eines Tages die Söhne der Sonne kommen würden, von weit her, durch große Gefahren in diese Gegend. Die fremden Männer kämen mit Wasserwolkenlärm, den sie aus Rohren erzeugten. Sie hätten lange Zeit auf die Ankunft der Söhne der Sonne gewartet, denn hier an diesem Strom sei Gott mit der Schöpfung nicht fertig geworden. Schaut her! Was hat... Halt! Wo hast du das her? Gold. Gold. Frag ihn, wo er das hier hat. Frag ihn, wo El Dorado ist. Woher kommt dieses Gold? Manu sei Popatai? Hatte, Mitan. Was hat er gesagt? Mukons, Noah. Hat eigentlich dieser Wilde vom Heiland Jesus Christus gehört? Und von unserer Mission und vom wahren Wort Gottes? Das ist eine Bibel. Sie enthält die Worte Gottes, die wir verkünden, um Licht in ihre Finsternis zu tragen. Hat er überhaupt verstanden, dass in diesem Buch das Wort Gottes enthalten ist? Nimm es in die Hand, mein Sohn. Er sagt, es spricht ja nicht. Bringt ihn für diese Lästerung um! Kommt mal hier! Es ist ein hartes Geschäft. Diese Wilden sind schwer zu bekehren. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Es dauert nicht mehr lange. El Dorado liegt vielleicht nur ein paar Tage entfernt. Kein Rost mehr auf der Kanone. Wir werden unsere Feinde mit goldenen Kugeln erschießen. Und du, Okello, servierst mir mein Essen auf goldenen Platten. Und alle werden wir etwas gewinnen. Gouverneursposten, Provinzen, und Weiber. Und vielleicht werde ich mal frei. Vergessen wir niemals den wichtigsten Teil unserer Mission. Das Wort Gottes den Wilden zu verkünden. Ich bin sicher, du möchtest gern ein goldenes Kreuz. Und mit Juwelen besetzt, Kawachal. Anstatt des Silbernen, das du verloren hast.